Yoga und Erleben. Das Lesen und Studieren der Werke Sri Aurobindos. Setze dein Wissen in die Praxis um. Worte der Mutter. In alten Zeiten hatte nur der Guru das Wissen und er gab es nur an jene weiter, die er dessen würdig erachtete. Und für den Weisen bedeutete dessen Würdigsein in der Regel, das Gelernte in die Tat umzusetzen. Heute kann ein jeder ein Werk der Offenbarung bekommen und es lesen, und es steht ihm dabei völlig frei, nach den Weisheiten zu leben oder nicht. Doch meist ist es so, dass es zu einem furchtbaren Durcheinander kommt, und jene, die viele Bücher gelesen haben, bilden sich ein, das genüge, und sie müssten alle möglichen wunderbare Dinge erleben, weil sie Bücher gelesen haben, und sie hätten es nicht nötig, die Mühe der praktischen Anwendung auf sich zu nehmen. Dann werden sie ungeduldig und sagen, wie kommt es, dass ich trotz alledem, was ich gelesen habe, immer noch genau die gleiche Person bin, immer noch dieselben Schwierigkeiten habe und zu keiner Verwirklichung gelangt bin. Sie vergessen eines, nämlich, dass sie das Wissen, intellektuelles Wissen hatten, bevor sie es verdienten. Das heißt, bevor sie das Gelesene in die Tat umgesetzt hatten. Und dass es natürlich an Übereinstimmung fehlt zwischen ihrem Bewusstseinszustand und den Ideen, den Kenntnissen, von denen sie in Ruhe sprechen können, die sie aber nicht praktisch angewandt haben. Zitat Ende. Das heißt, um Wissen wirklich zu besitzen, muss man es praktisch anwenden. Die Mutter sagte einmal, es ist sinnlos, Bücher mit Anleitungen zu lesen, wenn man nicht entschlossen ist, das zu leben, was sie lehren. Ein Tropfen Praxis ist besser als ein Ozean von Theorien, Ratschlägen und guter Vorsätze. Zitat Ende. Und Sri Aurobindo sagte dazu, meide die fruchtlosen Fallen einer leeren Metaphysik und den trockenen Staub einer öden Intellektualität. Nur jenes Wissen lohnt es zu haben, das für lebendige Wonne genutzt werden kann und sich umsetzen lässt in Temperament, Tätigkeit, Schöpferkraft und Sein. Werde und erlebe das Wissen, das du hast. Dann ist dein Wissen der lebendige Gott in dir. Zitat Ende. Der einzige Weg, Sri Aurobindo ein wenig näher zu kommen, ist, ihn aufrichtig zu lieben und sich vorbehaltlos seinem Werk hinzugeben. So tut jeder sein Bestes und trägt so viel wie möglich zu jener Transformation der Welt bei, die Sri Aurobindo vorausgesagt hat. Das Band, das alle, sei es Sadhaks, Devotis, Interessierte am integralen Yoga, miteinander verbindet, ist die Liebe. Die Liebe zu Sri Aurobindo und der Mutter und das sehnsuchtsvolle Streben,
schrie Aurobindos Ideal einer geeinten Menschheit zu verwirklichen. Jeder sollte seine eigene, ganz persönliche Beziehung zu ihnen und seine ihm eigene Art und Weise des Fortschreitens haben, wie Sri Aurobindo es ganz klar formuliert. Jeder hat das Recht, auf seine eigene Weise gemäß seinen Lichtern voranzugehen. Und es sollte keinen sektiererischen Geist geben. Das bedeutet nicht, dass man dabei einige unterschiedliche Einflüsse zulassen sollte. Denn das führt nur zu Verwirrung. Jene, die diesen Yoga angenommen haben, dürfen nur jenem Pfad folgen, der zur supramentalen Verwirklichung führt und keinen anderen Einfluss zulassen, außer den meinigen und den der Mutter. Ansonsten werden sie nicht geradlinig auf das Ziel zugehen, sondern aller Voraussicht nach verwirrt und gespalten sein und so im Kreise laufen oder auf Seitenwegen wandeln und die Führung verlieren.